Ja, in der Bundespolitik, da hat es die FDP im Moment nicht leicht. Aktuelle Umfragen sehen die Liberalen bei gerade einmal 3%. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würden die Gelben nicht mehr im Parlament vertreten sein. Die nächste Wahl für die Sachsen ist allerdings die Landtagswahl Ende dieses Monats. Und da sieht die Sache schon etwas anders aus. Denn Sachsen ist nicht Berlin, wie es die FDP auf ihren Plakaten selbst formuliert. Sachsens FDP-Chef Holger Zastrow auf Wahlkampftour. Gestern besuchte er die Zwickauer Firma Rossberg Verkehrstechnik, die Wiege des Ostampelmännchens. Der Juniorchef kandidiert für den Landtag und ist mit seinen 25 Jahren einer der jüngsten Kandidaten in Sachsen. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Würde ich so sagen. Ich habe auch schon im Kommunalwahlkampf den ein oder anderen Wahlkampf hinter mir, auch ohne Erfolge. Also ich weiß auch, wie es dann aussieht, wenn man nicht gewählt wird. Es ist wirklich einfach, wie Sie sagen, der Idealismus. Das politische Geschäft wurde ihm in die Wiege gelegt. Während sein Vater im Landtag an Sitzungen teilnahm, kümmerte sich die damalige Landesmutter Ingrid Biedenkopf um den Sohn, der damals noch im Kindesalter war. Heute weiß er ganz genau, was er sich in der Landespolitik wünscht. Dass es so weitergeht in Sachsen wie bisher. Man sieht ja, wohin dieses Verschenken der großen Koalition jetzt führt. Ich finde, Sachsen ist auf dem richtigen Weg und möchte da auch meinen Teil dazu beitragen, dass es so weitergeht, dass wir eben sehr stark investieren, die stärkste Investitionsrate aller Bundesländer haben, dass die Wirtschaft weiter gedeiht und dass wir dadurch Wohlstand in unserem Land schaffen. Der FDP-Chef Holger Zastrow unterstützt den jungen Kandidaten auf seiner Wahlkampftour und weiß auch, welchen Stellenwert die Region Zwickau im Freistaat hat. Ganz vorn. Also Zwickau, die gesamte Region, traditionell, das ist das industrielle Herz Sachsens. Alles, was so zwischen Zwickau und Chemnitz ist. Und manchmal ist es gar nicht so bekannt, dass eigentlich hier die Wertschöpfung ist. Nicht so sehr in Dresden, nicht so sehr in Leipzig, so viel doch passiert ist und über das spricht man noch mehr. Aber eigentlich muss man sagen, gerade mit Volkswagen natürlich, aber vor allem der Mittelstand, der sich hier in der Region angesiedelt hat, das ist eigentlich hier. Wir ziehen unseren Wohlstand zum Großteil aus dieser Region und da kann die Region noch stolz sein. Es gibt andere Gegenden, wo es schwieriger ist, im Erzgebirge, wissen wir alles, ganz besonders aber Richtung polnische Grenze. Das kann man mit hier nicht vergleichen. Also da haben wir hier, sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Während seines Besuchs der Zwickauer Firma Rossberg Verkehrstechnik erklärte er auch, was mit den Aussagen auf den FDP-Plakaten gemeint ist. Sachsen ist nicht Berlin, heißt es da. Geografisch ist dieser Satz ja klar. Und politisch? Wir sind hier eine eigene Truppe. Wir sind vielleicht die eigenwilligste, eigenständigste Teil der FDP überhaupt. Wir haben hier eine ordentliche Arbeit geleistet. Ich glaube, Sachsen hat sich mit der FDP in der Region gut entwickelt. Wir sind eine ehrliche Truppe. Wir sind allesamt, das unterscheidet uns von allen anderen, als Landtagsabgeordnete immer noch keine Berufspolitiker. Wir sind alle unabhängig. Wir haben immer gesagt, wir wollen einen Fuß in der Praxis behalten. Das haben wir auch durchgehalten. Und ich glaube, wenn es uns als FDP hier weitergibt, dann wird Sachsen in absehbarer Zeit zu den Besten in Deutschland wieder gehören. Denn wir haben uns vorgenommen, nicht nur zu jammern, nicht auf Dauer am Tropf des Westens zu hängen, sondern wir wollen zu den Besten gehören. Und da wir alle nach der Wende erst zur Politik gekommen sind, alle auch gebrochene Biografien haben, alle auch wissen, wie das Leben hier ist, glaube ich, ist ganz gut, wenn man so eine Truppe dabei hat wie uns. Und dann entdeckte er bei seinem Rundgang ein Verkehrszeichen, das er sofort mit einer politischen Aussage in Verbindung brachte. Ein Wahlkampf ganz ohne politische Seitenhiebe wäre ja auch wie eine Suppe ohne Salz. Naja, das sieht man ja, ne? Schwarz-Rot, da geht es nicht mehr voran. Das blockiert uns in unserem Vorwärtsdrang. Und da passt dieses Schild, glaube ich, als Symbol doch ziemlich gut. Welches Schild würde Ihnen besser gefallen? Irgendwas mit Schwarz-Gelb, vermute ich. Na, zumindest mal mit Blau. Wenn ich blaue Verkehrsschilder nehme, dann heißt das immer, ich darf was oder ich muss mindestens so schnell fahren. Das ist schon relativ gut, aber ganz klar, unsere Plakate, die man hier in Sachsen überall sieht, heißt ja, Sachsen ist nicht Berlin, für Schwarz-Gelb FDP wählen. Und das steht ein bisschen auch für das Symbolische an der Politik. Wir haben eben in Sachsen die letzte schwarz-gelbe Bastion, nur hier gibt es eine liberal-konservative Regierung aus CDU und FDP. Woanders haben wir das nicht mehr. Und die Wählerinnen und Wähler haben natürlich die Chance, jetzt auch zu vergleichen.
zu vergleichen, was besser ist, das, was wir in Dresden haben, oder das, was Schwarz-Rot nun gerade in Berlin macht. Deswegen passt das. Und dann zeigten die Mitarbeiterinnen der Firma gleich noch, was sie drauf haben. Sie brachten den Spruch des FDP-Chefs in Windeseile auf dem Verkehrszeichen an, damit ihr es mit nach Dresden nehmen kann. Währenddessen gab Zastrow schon das nächste Interview. Natürlich neben einer Ampel von Rossberg. Die elektrischen Ampeln feiern übrigens heute ihr 100-jähriges Bestehen. Am 5. August 1914 wurde in den USA die erste Lichtsignalanlage in Betrieb genommen. Bis zur Erfindung des Ostampelmännchens verging aber noch einige Zeit. Es leuchtete erst im Jahre 1969 zum ersten Mal auf.